Im heutigen Video spielen wir vorab das neue Update in Bloons Tower Defense Battle 2 und es gibt jetzt Helden-Challenges. Das heißt, man kann Bloons Tower Defense Battle 2 Singleplayer spielen. Wir machen das Ganze heute mal mit Gwendolyn und ich würde sagen, entweder machen wir 40 oder 50 Runden. Ihr seht, wenn ich hier den Schwierigkeitsgrad weitermache, wird es immer schwieriger. Wir machen natürlich Herausforderungsschwierigkeit 5. Ich habe jetzt zwar lange nicht mehr gespielt, aber wir probieren es einfach. Wir machen mal angepasst und ich bin gespannt. Okay, also wir können uns jetzt hier die Map auswählen und wir nehmen, wir können theoretisch die neue Map spielen, oder? Das müsste dann, Zeit abgelaufen, auf dem Dach sein. Okay, wir machen auf dem Dach. Als Helden würde ich sagen, gegen Gwendolyn, was nehmen wir denn am besten? Ben vielleicht für Geld, oder? Wir können Bonnie nehmen. Wir nehmen Bonnie als Helden. Wir machen uns bereit und als Türme nehmen wir auf jeden Fall ein Tag mit, ein Eisaffen und Superaffe, hätte ich gesagt. Tag, Eis, Superaffe, Eis und Tag sind gut zusammen gegen DDTs. Superaffe auch gut gegen DDTs. Okay, ich würde sagen, let's go. Ich mache mal hier noch eben, ich werfe Gwendolyn einmal mit dem Dynamit ab. Wir gehen rein. Ich bin gespannt. Ich habe bisher noch nicht wirklich was zum Update gesehen. Ich werde jetzt hier auch, das ist das erste Mal, dass ich das Update spiele und den Singleplayer-Modus. Ich habe mir vorher keine Videos angeguckt, gar nichts. Bin gespannt, wie das ablaufen wird. Okay, also wir haben noch eine Map und hier sind, okay, da sagt uns jetzt, Einkommen sollte 275 sein. Okay, ja, wir holen mal hier Einkommen und, oh, uns werden auch direkt Sachen geschickt. Ich fange mal das Ganze direkt mit Bonnie an. Wir platzieren Bonnie mal hier oben. Dann kann Bonnie da immer schön ihr Dynamit werfen. Wobei, das ist eigentlich voll die schlechte Position. Das Dynamit geht ja direkt weg. Das ist nicht so gut. Egal. Egal. Vielleicht kriegen wir es trotzdem damit hin. Okay, Tech-Shooter. So, wir dürfen theoretisch Leben verlieren, glaube ich. Wir dürfen nur nicht sterben. Okay. Ich upgrade mal Tech-Shooter zu noch schnelleres Schießen, würde ich sagen. Ich werde nicht aufhören, rote Bloons zu schicken. Also wir werden hier jetzt rote Bloons komplett weiter durchschicken. Einkommensziel ist 300. Das haben wir aktuell. Das ist komplett fein. Wir haben keine extra Geldeinnahmequelle. Heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir permanent gute Sachen schicken, dass wir auch später genug Geld haben. Wir gehen ja auf Reis, auf mehr Reisnägel und noch mehr Reisnägel. Und, ja, okay, Gwendolyn schickt jetzt gerade nichts. Okay, Gwendolyn fängt an, rote Sachen zu schicken. Wir können ja theoretisch mit Bonnie auch relativ viel Geld später machen. Aber erstmal müssen wir auf jeden Fall das Einkommensziel beibehalten. Wir sind auch passend beim Einkommensziel. Ich würde hier einmal auf den Reisnagelsprüher gehen, dass wir hier jetzt wirklich gute Verteidigung haben und dann fange ich mal an, gelbe Bloons zu schicken. Ich werde auch hier jetzt mal so einen Bloonsender holen. Der kommt hier oben hin und wir wählen einmal gelbe aus, dass er die ganze Zeit gelbe schickt. So, schick bitte die ganze Zeit gelbe. Okay, das passt. Dann holen wir uns hier einen zweiten Tech-Shooter. Da gehen wir unten drauf und wir gehen oben drauf auf noch schnelleres Schießen. Und damit sollten wir jetzt auch die gelben Bloons von ihm verteidigen. Aber wir schicken jetzt die ganze Zeit nichts mehr. Okay, wir sind auch ein bisschen hinterm Einkommen. Heißt, ich schicke jetzt mal blaue doppelte Bloons. Ach, wobei, jetzt ist eigentlich ist es besser, mal Einzelbloons zu schicken. Deswegen schicke ich lieber die pinken Bloons. Okay, was schickt Gwendolyn uns als nächstes? Okay, wir haben nicht wirklich was gegen Unsichtbar, was gut gegen Unsichtbar ist. Da müssen wir gleich auf jeden Fall mal gucken. Wir gehen hier auf Hotshots. Dann haben wir schon mal noch ein bisschen mehr gegen Blei. Weil, ich meine, Bonnie kann ein bisschen kaputt machen, aber sie ist halt jetzt auch nicht so krass gegen Blei. Dann würde ich sagen, upgraden wir hier das Card 2-3 Mal, dass die Cards jetzt 85 bringen. Und dann würde ich jetzt einen Eisaffen holen. Ich mache mal hier einmal die Fähigkeit, ich sage mal Gwendolyns Fähigkeit, aber wir haben ja Bonnie als Helden. Dann holen wir uns hier noch einen Eisaffen. Der kommt hierhin, hätte ich gesagt. Hier. So. Wir gehen auf Kältewelle auf jeden Fall. Es geht wieder ein bisschen was durch, das ist nicht so gut. Wir brauchen gleich echt einen Schnellgang. Schnellgang oder noch besser Feuerring. Feuerring wäre richtig gut. 3300. Okay, das müssen wir jetzt einfach irgendwie rauszögern, dass wir 3300 kriegen. Und bis dahin dürfen wir nicht sterben. Heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen geldtechnisch chillen. Wir hängen immer noch ein bisschen hinterm Einkommensziel. Ich bin jetzt bei 500 und 500 ist schon seit Anfang der Runde empfohlen. Es ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Außerdem hole ich mir hier einen Bananenfarmer, der sammelt dann die ganzen Loren immer ein. So, wir müssen jetzt gleich einen Feuerring haben, sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Come on, wir brauchen einen Feuerring. Der gelbe Rush wird wehtun. Aber ich glaube, wir kriegen ihn hin.
Er schickt schon wieder ganz viele gelbe und fängt jetzt auch an, schwarze und weiße Blooms zu schicken. Ah, wir sollten mit dem nächsten Power-Up sollten wir auf jeden Fall hier den Feuerring kriegen. Perfekt. So, Einkommensziel ist 600, da liegen wir etwas drunter. Ist aber nicht so schlimm, denn wir haben ja schon Bonnies Loren ein bisschen geupgradet und da, die werde ich jetzt auch nochmal upgraden. Okay, also wir brauchen als nächstes... Wir haben halt echt nichts aktuell, was gut gegen unsichtbar ist. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall Eisbrocken. Wir brauchen zwei oben auf dem Eisaffen, dass der gut Camo angreifen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen ja irgendwie unsichtbar aufdecken, bis wir genug Superaffen haben. Heißt Eisbrocken und wir brauchen unbedingt Versprödung. Wir brauchen 700 Einkommen und wir sind gerade erst bei 650. Okay, das ist natürlich mega schlecht. 750 Einkommen. Okay, wir hängen hart hinter dem Einkommen hinterher. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Ich meine, wir haben jetzt eine sehr gute Verteidigung. Da wird jetzt erstmal nichts durchgehen. Aber, na, es sieht nicht so gut aus. 50 Runden ist natürlich auch eine Hausnummer. Also es dauert schon relativ lange, bis 50 Runden durch sind. Gerade weil wir unsere Defense sehr weit hinten bauen. Ich weiß nicht, ob man oben noch irgendwie... Kann man hier irgendwie was wegkaufen oder so? Oh, wir können hier Hindernis entfernen für 350. Theoretisch. Ja, das mache ich aber jetzt noch nicht. Okay, wir schicken ihm mal eben ein paar Bleibloons. Bleibloons müssten... Ja, perfekt. Okay, Bleibloons. Dann als nächstes Bonnie upgraden. Und zwar gehen wir bei Bonnie auf 300 pro Lore. Das ist schon mal sehr gut. Ich aktiviere auch einmal Bonnies Fähigkeit, dass sie hier alles kaputt macht. Okay, ich stelle Bonnie auch mal auf Stärkster. Kann ich Bonnie irgendwie auf Stärksten stellen? Nee, kann ich gar nicht. Okay, ja, aber Bonnie wirft einfach random ihr Zeug überall hin. Okay, wir sind jetzt auch wieder über dem Limit, was wir eigentlich haben sollten. Das ist schon mal sehr gut. Dann fange ich jetzt an, gelbe Blooms durchzuschicken. Und wir haben hier ein Unsichtbarkeitsproblem. Wir haben hier ein riesen Unsichtbarkeitsproblem. Ich bin tot. Oh Gott. Okay, ich mache das Ganze nochmal. Ich habe jetzt den Superaffen ausgetauscht gegen ein Dorf, dass wir das Dorf, dass wir mit dem Dorf halt unsichtbar sehen können. Und dann werde ich mir jetzt auch auf jeden Fall eine bessere Bonnie-Position holen. Ich würde sagen, ich spiele mal eben so bis Runde 15 und dann sehen wir uns gleich wieder. Übrigens positioniere ich Bonnie jetzt auch hier unten, dass sie hier ihr Dynamit hinschmeißen kann. Ich bin jetzt bei Runde 8 und ich baue jetzt gerade mein Affendorf, dass wir was gegen unsichtbar haben. Wir haben jetzt ungefähr das gleiche Setup wie vorher gebaut. Ich habe nur noch 20 Leben, aber das ist in Ordnung. Wir haben hier hinten ziemlich viele Dynamite, können jetzt eigentlich alle Arten von Türmen kaputt machen. Ich hänge ein bisschen hinterher mit dem Geld, aber das sollte sich gleich klären, wenn wir die ganze Zeit gelbe Blooms schicken werden. Also die schnellen gelben. Und ich würde jetzt, ja, ich würde jetzt anfangen, die schnellen gelben zu schicken. Dann würde ich gleich auf den Schnellgang gehen und ich glaube, dann sind wir auch erstmal relativ safe gegen alle Arts von Rushs, die uns Gwendolyn schicken kann. Die Werte hier, was ist das? Achso, wie viele Blooms wir geplatzt haben und so, das ist natürlich ganz geil. Ich habe jetzt Bonnie noch nicht so hochgelevelt. Ich habe Bonnie jetzt noch nicht so hochgelevelt, weil ich erst den Schnellgang haben will, bevor ich da wirklich viel in Bonnie investiere. Und ja, ihr seht es, also aktuell kommen wir gegen alles an, was Bonnie schickt. Ich weiß nicht genau, in welcher Runde Bonnie jetzt die Moabs schicken würde, aber ich würde wahrscheinlich jetzt gleich mal... Ja, nee, erstmal kommt der Doppel-Rainbow. Also wir sind jetzt aktuell, glaube ich, relativ safe. Deswegen schicke ich einfach mal weiter. Wir sind auch viel weiter über dem Income als das, was wir brauchen. Deswegen gehe ich jetzt gleich erstmal hier auf den Schnellgang. Und ich denke, der kann dann auch so gut wie alles verteidigen. Also ich hoffe, sie wird uns jetzt gleich nicht irgendwie drei Moabs auf einmal schicken. Das wäre ein bisschen hart. Ich mache nochmal hier die Fähigkeit, dass wir mehr Dynamit überall rumliegen haben. Wir haben jetzt sogar das stärkere Dynamit mittlerweile überall rumliegen, was sehr, sehr geil ist. Und danach werde ich auch mal in Bonnie investieren. Aber jetzt erstmal einen Schnellgang. Zwei, dreimal noch. Also ich denke, so in Runde 14 haben wir den Schnellgang. Und mit dem Schnellgang sollten wir in der Lage sein, Moabs zu verteidigen. Okay, da kommt jetzt ein Rush von Zebra-Bloons und Regenbogen-Bloons. Das macht aber unser Feuerring eigentlich komplett easy, oder? Ja, macht unser Feuerring easy. Okay, ich warte noch, bevor ich das hier schicke. Wir warten noch. Wir müssen es noch ein bisschen delayen. Und
Jetzt gehe ich auf den Schnellgang. Oh, habe ich eine Fähigkeit aktiviert? Oh, er macht einen Rush. Er hat einen Rush aktiviert. Okay, ich counter das, indem ich auch eine Fähigkeit aktiviere. Und wir gehen hier auf Dschungeltrommeln, wenn ich es hinkriege. Dschungeltrommeln, Primärtraining. Sollte funktionieren. Okay, sehr, sehr gut. Wir haben 1600 Einkommen und unser Ziel ist gerade 1100. Wir sind in Runde 15 von 50. Ich gehe auf... Gehe ich auf Eisbrocken? Ich mache hier nochmal die Fähigkeit. Nee, ich lasse... ich weiß es nicht. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Wir könnten natürlich auch Bonnie höher leveln, aber... Dings wäre natürlich auch noch geil. Versprödung für extra Schaden, ne? Wir gehen ja noch auf Tieffrieren und ich glaube, wir saven Money noch, bis wir Versprödung haben. Okay, jetzt schickt Gwendoline aber komplett heftig Cash gerade durch. Also richtig, sie macht gerade richtig viel Geld. Das heißt, gleich kommt wieder ein Rush. Als nächstes ein gewaltiger Ansturm von gelber Bloons mit ein paar Regenbogenbloons dazwischen, von denen jeder zwei Zebra erhält. Ach, es steht unten rechts immer, was sie schickt. Oh, da hätte ich einfach hingucken müssen. Okay, also, ja, das ist komplett safe. Dann werde ich erstmal hier, wir leveln erstmal Bonnie hoch. Alles Geld in Bonnies Loren, dass wir natürlich möglichst viel Geld mit den Loren machen. Solange hier nichts mit Moab steht, sollten wir eigentlich safe sein. Heißt, ich werde hier jetzt auch nochmal das Upgrade holen. Und wir machen jetzt 500 pro Wagen, was natürlich ultra, ultra viel ist. Ich aktiviere nochmal die Fähigkeit. Und ich bin mal gespannt. Jetzt hört der Rush auf. Dann müsste ja da stehen, was als nächstes kommt. Das müsste sich ja jetzt verändern nach den roten Bloons. Und ein Ansturm von schnellen Blei. Ceramic Bloons. Okay. Blei und Ceramic Bloons. Dann kaufe ich hier noch einen extra Feuerring. Die sind nämlich sehr, sehr gut gegen Ceramic Bloons. Und damit sollten wir auch den Rush abwehren. Dann können wir Bonnie wieder hochleveln. Perfekt. Come on. 2700 kostet das jetzt. Das ist schon ultra, ultra teuer. Okay, als nächstes kommt Moab steht da, deswegen gehe ich mal auf Versprödung. Und wir holen noch hier einen weiteren Tag-Shooter. Und zwar hole ich den dann hier unten. Hier. So. Dann können wir noch ein anderes Affendorf holen. Das baue ich mal ganz unten in der Ecke. Und zwar wird das eine Affenstadt, mit der wir extra... Geld machen können. Habe ich komplett vergessen, dass das geht. Und wir sparen jetzt auch mal auf eine Monkeyopolis. Warum schicke ich keine Bloons mehr? Achso, ich kann die nicht mehr schicken. Okay, wir schicken dann Pink Bloons jetzt. Oh, wir sind auch weit über dem Einkommensziel hinaus. Ich glaube, ich brauche hier noch einen weiteren Tech-Shooter. Einfach wegen gepanzerter Moab. Okay, nice. Ein paar Regenbogenbloons mit Tarnung ist auch alles komplett in Ordnung für uns. Kriegen wir auch easy hin. Wir machen jetzt hier mal die Lore von ihr und als nächstes gehen wir auf Monkeyopolis für noch mehr Geld. Wir wollen richtig, richtig viel Kohle. Aber wir kriegen die gar nicht kaputt, oder? Nee, wir kriegen die nicht kaputt. Ist aber nicht schlimm. Die unsichtbaren Bloons sind uns egal gerade. Was ist das hier? Unterbrochen. Oh, man kann Pause machen. Sehr, sehr geil. Okay, 15.000. Wir holen die Monkeyopolis. Sehr gut. Da kommt ein BFB. Wir gehen mal auf Primär Mentoring und ich kaufe das jetzt auch mal weg. Das kostet ja nur. Was passiert dann? Ah, dann kriegt man hier einen Pool für Wassertürme. Okay, da ist natürlich eine geile Bootposition. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich auch ein Boot mitgenommen. Anstatt irgendwie den Eisaffen oder so. Das wäre auch nochmal ein Turm, der extra Geld machen könnte. Und jetzt möchte ich gerne sparen und Primär Expertise holen. Das wäre mega gut. Das sollte eigentlich klappen. Ich mache hier zur Not nochmal die Lore, dass wir hier alles stunnen. Come on, die müsste durch die Ceramic Bloons fahren. Okay, nice, es hat auch geklappt. Primär Expertise. Oh mein Gott, die ist komplett broken. Guckt euch an, wie das Ding da hochfliegt. Das ist komplett insane. Das ist komplett insane. Unser Einkommensziel ist 2500 und wir haben einfach 4000 Einkommen. Okay, das ist natürlich insane. Wir haben jetzt so viel Einkommen und ich kann Bonnie noch höher ballern. Das mache ich jetzt auch. Vielleicht hätte ich das hier auch in Reichweite von Bonnie bauen sollen, weil Bonnie dann mehr Geld macht mit den Loren. Das weiß ich gar nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Macht Bonnie mit ihren Loren mehr Geld, wenn sie in Reichweite von einer Monkey City ist? Weil das erhöht ja das Geld allgemein. Oh, wir kriegen einen Rush gesendet. Okay, der Rush ist komplett easy. Ich wollte gerade schon irgendwas usen, aber brauchen wir gar nicht. Wir sind so stark. Ich glaube, wir können jetzt auch mal anfangen, Pink Bloons zu schicken für noch mehr Geld, weil wir haben echt, also wir schwimmen in Geld gerade. Was Geld angeht, haben wir so mega viel. Dann hole ich hier Reißnagelzone auf jeden Fall.
Und Inferno-Ring hole ich wahrscheinlich hier, hätte ich gesagt. Oh, kriegen wir die Lore kaputt? Nee, kriegen wir nicht ganz kaputt. Okay, wir brauchen als nächstes einen Inferno-Ring. Der kann dann auch noch nach oben schießen. Oh, wie geil, der ZOMG hat so ein Ninja-Kiwi-Zeichen. Das ist so ein ZOMG-Plüschi. Das ist cool. Das hätte ich auch gerne in Bloons Tower Defense 6. Das fände ich geil, wenn es das geben würde. Oh, man kann theoretisch 60 Bleibloons schicken für noch mehr Income. Das gibt 26,4 Income pro Sendung, aber es kostet halt auch 1200. Okay, sobald wir Inferno-Ring haben, würde ich sagen, schicken wir die Bleibloons mal und gucken mal, ob das als Income funktioniert. Das ist natürlich super, super teuer. Wir sind jetzt im Moment doppelt, was das angeht. Den will ich zum Inferno-Ring machen. Es könnte sein, dass gleich die DTs kommen. Dann brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Eisaffen. Und ja, das ist halt das Wichtigste. Eisaffen. Und wir brauchen vielleicht noch ein Affendorf oder so. So, ich schicke mal Betsy. Wir haben gerade gar kein Geld. Heißt die nicht Bestie? Bestie oder so? Irgendwie Bestie heißt die doch oder so. Kann ich hier irgendwo... Theoretisch kann ich hier unten vielleicht ein Affendorf platzieren. Das wäre mega gut, wenn ich das irgendwie hier noch in Reichweite von einem anderen Affendorf kriege. Hat das andere Affendorf? Okay, warte, ich muss das hier mal wegziehen. Ich gebe hier größerer Radius drauf und platziere hier noch eins, was ich dann zu den Waffen baue, weil dann hat das hier mehr Reichweite. Und dann kann ich hier in Reichweite wahrscheinlich... Ja, dann kann ich hier nämlich noch ein Affendorf platzieren. Und das baue ich nämlich dann wiederum zum Affen-Nachrichtendienst, dass die alle Blei angreifen können immer. Dann einfach, damit wir sicher sind gegen DDTs. Okay, wir schicken jetzt hier die ganze Zeit 60 von den Dingern. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber ich glaube schon. Das sieht mir aus, als würde das am meisten Geld geben aktuell. Kostet natürlich auch super viel, aber wir schicken es einfach mal. Ach so, wir können auch nebenbei hier Bonnie weiter upgraden. Bonnie ist mittlerweile Level 15. Schicken wir einfach die ganze Zeit durch. Auch die Fähigkeit von Bonnie. Wir aktivieren mal hier die Fähigkeit. Oh, wir haben sie kaputt gekriegt. Nice. Aber wir brauchen auch noch, wir haben noch 20 Runden vor uns. Also es wird noch heftig. Also wir müssen auf jeden Fall noch eine krasse Verteidigung gleich bauen. Okay, als nächstes upgrade ich mal den Eisaffen hier. Dann will ich hier noch einen Eisaffen eigentlich hinbauen. So nah wie es geht in die Mitte. Der soll nämlich dann hier größerer Radius und auch Versprödung sein, dass wir überall den Debuff haben. Eigentlich macht es mehr Sinn, wenn ich den hier verkaufe. Dann hier wieder, hier noch einen Eisaffen hinbaue. Irgendwo hier unten, so möglichst in die Mitte noch. So. Ja, so ist gut. Dann machen wir nämlich den hier zum Superbröckeln. Der macht dann überall einen Debuff. Den hier machen wir zum Stufe 4er Versprödung. Dann kommt hier vorne links, hier kommt der hier hin mit Tieffrieren, dass der schneller schießen kann und mit Eiszapfenfall. Daneben... Hier hätte ich dann einfach so ein Safe abgebaut. Das ist dann er hier mit absolut 0. Und dann würde ich jetzt hier überall noch die ganzen Tag-Shooter drumherum platzieren, dass wir die auch schon mal positioniert haben. Das mache ich jetzt erstmal ganz in Ruhe. Der kann ruhig weiter schicken. Mehrere BFBs sowie ein Ansturm aus Ceramic Bloons. Ja, das ist uns egal. Haben wir auf jeden Fall genug Schaden gegen. Ich platziere jetzt hier erstmal überall meine Tag-Shooter. Das ist halt so eine geile Strategie, die spiele ich so oft. Einfach Tag-Shooter, Ice Monkey plus irgendeinen anderen Turm. Jetzt in dem Fall Village. Ab und zu kann man auch, ich finde es auch ganz geil, wenn man ein Dings benutzt, ein Magier. Der kann nämlich auch die unsichtbare Bloons aufdecken. Du brauchst nämlich eigentlich immer noch irgendwas, was Bloons noch ein bisschen aufdeckt. Auch wenn der Eisaffe das kann, aber es ist einfach, man ist einfach auf der sicheren Seite. Ich kriege hier unten keinen mehr hin, das nervt. Warum passt da keiner hin? Das ist irgendwie... Irgendwie ist das doof. Okay. Oh, da ist ein BAD. Okay. Upgraden. Heimatverteidigung. Fähigkeiten aktivieren. Come on. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Okay, aber wir schaffen den BAD. Wir sind Runde 36 und es kommen schon BADs. Wie viel wird der bitte gleich schicken? Okay, also Gwendoline meinte ich nicht eher. Wir brauchen mehr Türme. Wir brauchen definitiv mehr Türme. Ich baue hier hinten noch. So, als letzte Verteidigung die Mitte, Super Inferno. Und wir schicken die Lore nochmal los. Wir leveln Bonnie höher. Bonnie ist fast auf Maximum gelevelt. Was können wir als nächstes machen?
Wir können theoretisch, mach mal hier die Fähigkeit nochmal, dass wir ein bisschen mehr Geld rauskriegen. Wir brauchen definitiv mehr Schaden. Wir brauchen noch ein Affendorf, das kann ich aber hier oben irgendwo platzieren, glaube ich. Da kann ich nichts drauf platzieren, da auch nicht. Doch, da kann ich was drauf platzieren. Ich kann das hier einfrieren. So, ein Eisaffen. Wir bauen hier oben absolut null. Dann kommt hier das Affendorf hin. Ganz hier oben, weil da kann das eh nicht so gut hitten. Da gehen wir zu den Waffen, dass wir zu den Waffen noch haben. Kommt hier in der Mitte, kommt er hier. Und dann bauen wir hier überall noch Türme hin, dass wir hier oben auch schon Schaden haben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie, dass wir oben auch schon möglichst viel Schaden haben. Das sieht auch sehr cool aus mit dem Eiseffekt, muss ich sagen, in Battles 2 immer. Hier noch einen hin, hier passt keiner mehr und dann bauen wir hier die ganze verdammte Strecke voll mit Tag-Shootern. So, aber hier passt gar nichts drauf. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Nee. Kann ich hier was auf dem Balkon platzieren? Nee, okay. Dann haben wir jetzt gleich schon eigentlich alle unsere Sachen gebaut. Wir haben irgendwie 100.000 Bleiblooms geschickt gerade, deswegen haben wir eine Herausforderung freigeschalten. So, ich upgrade hier jetzt noch alles und dann müssen wir einfach nur noch durchhalten. Come on. Wir haben echt viele Fähigkeiten. Okay, zu den Waffen sieht man nicht so gut. Wir machen hier nochmal Betsy. Ich kaufe das hier jetzt nochmal so hoch, wie es geht. Okay. Fähigkeit aktivieren, Fähigkeiten aktivieren. Wir machen sie langsamer. Wir wollen all das Geld daraus haben. Aber wir haben eh eigentlich, theoretisch haben wir genug Geld. Wir müssen Bonnie jetzt gar nicht mehr so krass buffen, weil wir schwimmen eh schon total im Geld. Also unser Ziel ist 6.500 und wir haben 17.000 Einkommen. Also es wäre jetzt in dem Fall geiler, hätten wir einen Superaffen dabei, muss ich ehrlich sagen. Jetzt so für Super Late Game wäre ein Superaffe schon krass gut. Okay, wir werden den Rest hier jetzt noch vollbauen mit Tag-Shootern, dass wir möglichst viel Schaden noch irgendwie rauskriegen. Hier passt noch einer hin. Hier, hier, hier. Und hier und hier und hier. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, echt alles voll gebaut, was geht. Ich bin am Überlegen, ich glaube, den hier verkaufe ich, dass ich hier wirklich noch ein paar mehr Tag-Shooter bauen kann, die Schaden machen. Ich glaube nicht, dass die DTs ein Problem werden. Ich glaube eher, dass einfach der Schaden allgemein ein Problem wird, gleich noch am Ende. Der wird uns Safe-Call einen richtig kranken Rush noch schicken. So, Bonnie machen wir jetzt mal eben noch auf Maximum, auch wenn ich gesagt habe, dass sich das nicht lohnt. So, wir schicken hier nochmal Bestie oder wie sie heißt. Dann gehen wir hier auf Schnellgang überall noch. Und ja, dann können wir eigentlich nichts mehr machen. Wir müssen einfach nur überleben. Also das, der Modus hier, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr geil. Der ist jetzt auch anscheinend permanent dann im Spiel. Jeder kann den, glaube ich, benutzen. Ich fand es schon sehr hart, muss ich ehrlich sagen. Also, und Striker Jones Challenge soll noch härter sein. Der soll noch krassere Sachen die ganze Zeit schicken, auch die DDTs und so. Bin ich mal gespannt, also wenn ich den dann mal mache. So, hier noch eine Tag Zone hin, auch wenn die nicht so gut ist. Ich gebe dir mal extra Reichweite, dass sie da hitten kann. Und ja, jetzt müssen wir einfach nur noch durchhalten. Geld haben wir ja genug. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwie was steht. Durch Bananenplantagen erhaltenes Geld haben wir 0. Okay, insgesamt erhaltenes Geld haben wir 2 Millionen. Das ist crazy. Durch Einkommen erhalten haben wir 1,4 Millionen. Gesamtverteidigungswert haben wir 552.000. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, wenn die anderen Zahlen alle in der Millionenreichweite sind. Ich meine, wir kriegen die Loren gar nicht mehr kaputt. Das ist das Problem. Guck mal, wir kriegen die Loren einfach nicht kaputt, außer wir nutzen hier irgendwelche Fähigkeiten. Sonst haben wir einfach zu wenig Attack Speed. Das ist schon krass. Oh, da kommen die DDTs, aber ja, die nehmen wir auseinander. Okay, wie viel Geld hat Bonnie gemacht? 500.000, okay, das ist schon relativ viel, muss ich ehrlich sagen. Ja, das Problem an dieser Karte ist, wir können nicht so viel bauen. Kann ich hier die Fenster kaputt machen? Da kommt ein Affe raus und der gießt die Blumen. Was passiert hier? Klick, 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 klick. Da ist irgendwas passiert. Nein, es ist wieder, ich hab's nicht gesehen wegen den Moabs. Da guckt einer raus, der beschwert sich, weil wir gucken, wie geil. Und hier? Hier muss auch irgendwas passieren. Klopf nochmal. Hallo, hallo, hallo. Mach auf, mach auf, mach auf. Da passiert gar nichts. Ich klopfe da jetzt so lange, bis... Oh, oh mein Gott, der rastet richtig aus. Er ist richtig sauer. Wie geil. Richtig geil. Okay, wir machen mal... Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir jetzt die ganze Zeit die Sachen hin und her jiggeln. 7500 Einkommensziel. Wir haben 22.000. Okay, das ist natürlich insane. Wenn das hier auf 50% ist, werde ich die andere Fähigkeit nutzen.
dass wir 100% Uptime haben vom Buff. 3, 2, 1, so. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch 9 Runden durchhalten. Okay, das ist... ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Also die Blooms kommen schon sehr weit, muss man ehrlich sagen. Die kommen richtig, richtig weit. Es kommt ein Ansturm aus DDTs und ein paar modifizierten Bleibloons. DDTs sind schnelle Tarnmoabs und immun gegen eine Vielzahl von Schäden. Okay, das wird crazy. Ich aktiviere mal hier die Fähigkeit. Wir aktivieren das hier. Die gepanzerten ZOMGs kommen ganz schön weit. Ich slow mal, ich use mal hier die Fähigkeiten. Wir müssen alle Fähigkeiten gerade raushämmern. Wir müssen noch 6 Runden überleben. Ich kann halt nicht mehr Schaden bauen irgendwie. Das geht nicht. Das ist ein Riesenproblem. Ich aktiviere hier nochmal eine Fähigkeit. Das hier. Wir haben jetzt gleich Heimatverteidigung. Ich aktiviere Heimatverteidigung. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir Game Over gehen. Ich aktiviere mal Bloom Speed, auch wenn uns das gar nichts bringt. Bloom Speed ist ja komplett useless hier für uns. Die DTs. Ich aktiviere vielleicht gleich Slow. Nee, muss ich nicht. Ist okay. Nice. So, kann ich alle Fähigkeiten usen. Runde 46 von 50. Wir haben halt für Runde 49 und für Runde 50 haben wir noch theoretisch 2 Bloom Boosts. Das ist halt richtig gut. Okay. Als nächstes kommt eine große Anzahl von BFBs und ZOMGs. Okay, das können wir eigentlich, glaube ich, ganz gut handeln mit allen Fähigkeiten hier. Die, gegen die gepanzerten Mobs muss ich gerade gar nichts unternehmen. Die sind easy. Kann ich was bei Bonnie upgraden? Nee, okay. Bonnies Fähigkeit kann ich einmal nutzen. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt einmal zu den Waffen, dass wir ein bisschen mehr Schaden auf die ZOMGs kriegen. Damit die halt möglichst gut kaputt gehen. Theoretisch haben wir noch den leichten Freeze, den kann ich auch noch machen. Oder die Fähigkeit, aber ich glaube, ich würde dann eher den leichten Freeze machen. Je nachdem, wie weit die kommen. Aber es sieht gut aus. Nee, das kriegen wir kaputt. Das ist kein Problem. Also gepanzerte ZOMGs sind unser Problem. Und der wird bestimmt gleich ganz viele BFBs schicken. Ey, da kommt ein richtig fetter Rush. Danach kommt Wehrmobs. Ich glaube, das sind gepanzerte Mobs, BFBs und ZOMGs. Okay. Fähigkeit. Ich mache mal hier die Fähigkeit. Klingeninferno, dass wir schon mal oben die ein bisschen damagen. Und sobald die unten sind, stall ich die ein bisschen. Ich werde jetzt mal die Lore rufen. Dann. Sleucht, sobald die ZOMGs alle kaputt sind, sleucht alle. Ich mache mal hier nochmal die Fähigkeit. Okay. Und 3, 2, 1, slow. Ich aktiviere zu den Waffen. Wir können theoretisch Heimatverteidigung noch aktivieren. Oh, das ist... Haben wir zu wenig Damage? Heimatverteidigung? Come on. Wir müssen das schaffen. Ich muss einen Boost raushauen. Ich muss einen Boost raushauen, sonst sind wir Game Over. Ich habe einen Boost rausgehauen. Wir sind Game Over. Nein! Nein, 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 nein. Habe ich eine Fähigkeit? Ja, ja, ja. Hier, hier, hier. Freeze. No. No, 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 no. Runde 48, Game Over. Unser Setup war nicht stark genug. Wir hätten, glaube ich, ich hätte Super Monkeys oder so mitnehmen müssen. Wir hatten so viel Geld, aber wir konnten einfach... Nein. Wir hatten so viel Geld, aber wir konnten es nicht nutzen. Ich hätte wahrscheinlich die ganze Zeit Heimatverteidigung aktiv halten sollen und es immer wieder verkaufen sollen. Leute, das war's mit dem neuen Update. Wie gesagt, wenn ich mal gegen Striker Jones kämpfen soll, auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, schreibt's mal rein. Und ich denke, auf zufällig mache ich das nicht. Aber ja, das sind halt die neuen Herausforderungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.